Die Europäische Union kann eine Sache am besten, und zwar salbungsvolle Worte aussprechen, schöne Worte verwenden. Und im Endeffekt macht sie immer genau das Gegenteil von dem, was sie angekündigt hat. 180-Grad-Drehungen die ganze Zeit. Und da gibt es die große Präsidentin der Vereinigten Staaten von Europa, Ursula von der Leyen, die jetzt neuerdings sämtliche Entscheidungen trifft. So etwas wie nationale Souveränität scheint es ja nicht mehr zu geben. Oh, er hat Nationalität gesagt. Sorry. Auf jeden Fall hat sie ihr Lieblingswort und das lautet Demokratie. Sie selbst ist zwar die meiste Zeit relativ undemokratisch unterwegs, aber ist ja egal. Solange sie schöne Worte verwendet und Demokratie ganz oft sagt, kommt es beim Wähler richtig an. Und damit ist sie natürlich auf dem richtigen Dampfer unterwegs. Und in Italien stehen ja jetzt die Wahlen an und man befürchtet ja, dass es in Italien einen sogenannten Rechtsruck geben wird. Das heißt, dass die rechten Parteien in Italien einen starken Stimmenzuwachs bekommen. Und das gefällt natürlich der Europäischen Union gar nicht. Und deswegen gibt es jetzt schon einmal im Vorhinein gewisse Drohungen. Und von der Leyen zum Beispiel meint, wir haben Instrumente. Und damit meint sie konkret wirtschaftliche Strafen ausgestellt von der Europäischen Union an Italien. Man kennt das bereits von Ungarn und Polen. Ungarn soll ja jetzt angeblich 7,5 Milliarden Euro weniger Zuschüsse bekommen aus der EU, weil es ja so korrupt sei. Auf jeden Fall droht man schon im Vorhinein Italien, das sollten diese rechten Parteien mehr Zustimmung bekommen, dass man bereits Instrumente in Erwägung zieht. Und das Beste an der ganzen Story ist, Ursula von der Leyen macht sich Sorgen um die Demokratie. Jetzt muss ich mir aber die Frage stellen, sollten diese rechten Parteien in Italien mehr Zuwachs bekommen, dann würde das ja bedeuten, dass das italienische Volk diese Parteien mehr gewählt hat. Ist nicht genau das eigentlich der Grundstein der Demokratie, dass die mit den meisten Stimmen auch in Regierungsverantwortung kommen? Kann das sein? Oder liege ich da irgendwie? Oder kann das sein, dass Demokratie nur dann Demokratie ist, wenn die politisch korrekten Parteien in Regierungsverantwortung kommen und die meisten Stimmen bekommen? Wenn das die politisch unkorrekten Parteien machen, dann ist es auf einmal undemokratisch. Dann ist es gefährlich für die Demokratie. Auch wenn es die Mehrheit der Bevölkerung so entschieden hat, ist es dann trotzdem auf einmal gefährlich. Ja, das passt auf jeden Fall in mein Verständnis von Demokratie. Und für mich ist das ein ganz, ganz deutliches Zeichen, dass die Europäische Union immer übergriffiger wird, immer mehr ins Detail geht, selbst wenn es um Wahlergebnisse einzelner Staaten geht und immer mehr die Autorität spielen lässt. Und das endet alles in einem übergriffigen Zentralstaat. Und das ist nicht etwas, was meiner Vorstellung von Demokratie und Freiheit gleichkommt. Und es zeigt auch wieder ganz deutlich das wahre Gesicht von Ursula von der Leyen. Diese schönen, salbungsvollen Worte haben einfach keine Substanz. Es sind einfach nur Worte. Ihr Handeln ist genau das Gegenteil. Wer eine andere Meinung hat oder wenn etwas nicht in ihr Bild passt, dann ist es auf einmal einfach demokratiefeindlich. Es wird denunziert und dann wird gedroht oder die Europäische Union dafür hergenommen, dass man Strafen ausstellt. Tja, das ist die ach so moralisch hochtrabende EU. Und ich wünsche euch wie immer alles Gute. Bitte schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was denkt ihr? Zuerst einmal Wahlergebnis Italien. Was wird dabei herauskommen? Denkt ihr, diese bösen rechten Parteien werden gewinnen? Und falls ja, was denkt ihr, werden die nächsten Schritte von Ursula von der Leyen sein? Bitte sehr gerne kommentieren. Abonniert mich noch gerne hier auf YouTube. Schaut unbedingt bei Telegram vorbei. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.